Ja, ihr Lieben, hier ist ein komplett ausgewachsener Elch, hat aber nur 2 Sterne und der macht es mir echt nicht einfach. Und ich bin gewillt, bei der nächsten Gelegenheit dem mitten in die Möhre zu ballern, um mal zu gucken, was passiert. Ob was passiert oder nicht passiert. 200 Meter, besser wird's nicht. Der hat einen Vorwärtssalto gemacht. Ist das geil. Okay, gut. Also das war auf jeden Fall die Möhre. Entschuldigung, dass ich jetzt so unethisch für euch Jäger bin, aber für mich ist es immer noch ein Spiel. Aber trotzdem, ja, der Licht. Setzen wir mal einen Punkt, nicht, dass ich ihn verliere. Die Mädchen rennen. Alles gut. Irgendwo dahinter hatte ich den, glaube ich, zuerst gespottet oder das war eine zweite Gruppe. Da bin ich mir nicht sicher. Da läuft noch was. Also ist dahin noch die zweite Gruppe und da ist auch noch ein Männchen dabei. Ich glaube, das könnte sogar sein. Ja, der sieht auch gar nicht so übel aus. Aber von der Fellfärbung her würde ich mal sagen, der ist etwas jünger. Den lassen wir noch mal ein bisschen auf der Weide. Und wir gehen das mal gucken, was wir da hinten getroffen haben. So, kurz vor unserer Trophäe angekommen. Ich mache mal die Jagdsinn aus. Gucken wir mal. Ja, der sieht schon ein bisschen wüst aus, der Kerl. Sieht man den Einschuss? Das würde mich mal jucken. Das würde mich mal interessieren. Juckt mich zwar nicht, wenn nicht. Das war er nicht und das war er nicht. Okay, also den Einschuss an sich kann man wohl nicht erkennen. Aber der macht einen echt erschrockenen Eindruck. Der sieht nicht glücklich aus. Ja, gucken wir uns den Kollegen mal an. Eieieiei, Schädel, Hirn, Rückgrat. War fast ein Trägerschuss, eigentlich fast schon ethisch. Aber okay. Aber es war ein schöner Schuss. War ein schöner Schuss. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da so gut treffe. Aber, oh, der hat auch noch das Stammhirn erwischt. Okay. Also ich glaube, der hat den Knall nicht mehr gehört. Das war ein sauberer Schuss. Und ich wollte halt mal wissen, was bei so einem Schuss mit der Trophäe geschieht. Theoretisch sollte ihr nichts geschehen sein. 2 Sterne, so wie ich ihn auch gesehen habe, und volle Jagdwertung. Also Trophäe habe ich nicht beschädigt. Ja, das ist doch mal schön. Aber 4,44 Kilo verloren. Beim letzten Schuss, den ich gemacht habe, habe ich nur 3 Kilo verloren. Und das war Lunge, Lunge. Von daher, das Hirn wiegt scheinbar mehr wie eine Lunge. Gut, wir kennen ja alle Wasserköpfe. Wasser wiegt mehr wie. Ja. Aber okay, gut. Auf jeden Fall eine Schnapszahl. 444. Gut. Verkauft. Verkauft an den Höchstbietenden. Ja, mein Lieben. Kurzes kleines Video. Von mir werden in Zukunft noch ein paar mehr kommen. Mein Kollege der Leberkäs werde ich mal unten verlinken. Der macht auch schon fleißig Videos. Und vielen Dank nochmal an THQ Nordic für dieses tolle Spiel und die Möglichkeit, unsere Erfahrungen zu sammeln. Ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt in diesem Sinne, aber da gibt es keinen Sinn. Wer Bock auf echte Simulation hat, Jagdfeeling, der ist hier gut bedient und ich gebe beide Daumen hoch. Hätte ich noch mehr Daumen, würde ich die auch noch hochstrecken. Was anderes will ich gar nicht hochstrecken. Ansonsten werde ich hier gebannt. Okay, ihr Lieben, bis demnächst. Ciao, ciao.